meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Morgens, hier ist er wieder, euer Natschmann. Mit einer weiteren Folge gute Zeilen, schlechte Zeilen. Da haben wir auch wieder einiges aufzuholen, nämlich die Folgen 290 bis 94. Um die soll es hier gehen. Folge 290, mehr Höhle, mehr King. Da, genau, da waren wir in der Höhle unterwegs und haben da wieder fleißig erkundet und abgebaut. So, 10 Kommentare. Oh, was haben wir? 261 Views, soll ja soweit alles in Ordnung sein. Zulangs 11 meldet sich hier wieder einmal Kandidat für Dutchmans Top-Höhle. Ja. Hat auch bei den neuen Schluchten das Problem, dass man sie kaum in einem Durchgang ausräumen kann. Das heißt, man braucht eine Basisstation in der Nähe oder gute Logistik. Ja, vor allen Dingen die Minen mit den ganzen Holzschienen, Spawnern und so weiter. Das ist das Inventar schnell voll. Gold ist immer noch super selten. Stimmt, da muss man eine ganze Menge suchen, bis man da findet. Gold ist immer noch relativ selten, Diamanten natürlich auch. Ne? Und ihr freut sich auch darüber, wie ich hier über Stephen King spreche, seine Bücher vorstelle. Habe ich ja eine ganze Reihe seiner Bücher angesprochen. Da freut er sich schon auf die nächste Folge. Da gibt es nämlich noch mehr zu Stephen King und was man dann in Minecraft noch machen. Ist also auch schon drauf Entschuldigung, Stimme ist wieder ein bisschen mal hinüber. Ja, beim Spawner ist es allerdings einfach eine Wirrung von Fackeln. Tauchen wir uns daneben an oder weiter wegspawnen. Ja, gab da ein paar dunklere Ecken und deswegen ist da wahrscheinlich einer noch aufgetaucht oder gespawnt. Ja, genau, da ist mir doch, glaube ich, ein Creeper noch hochgegangen und hat mir einen Spawner von dem Doppelspawner da weggeblasen. Naja. No. Hongs von Amiga, genau, der war das, der meine Welt weiterbauen wollte. Entschuldigung, dass ich da in der letzten Folge 304 verwechselt ein bisschen. Bin halt auch schon ein bisschen wieder raus aus dem Ganzen. Aber er freut sich hier, dass ich ihn wieder richtig in Stephen King-Laune gebracht habe. Christine hat er sich ausgeborgt. Sehr empfehlenswert. Und Tommyknockers. Ja, auch ein richtig klassischer Stephen King. Ja, Glott Glotzon hier wieder unterwegs. Glott Glotzon, Anspielung auf die Scheibenwelt, auf rollende Steine. Ja, da heißt ein Zwerg Glott Glotzon und spielt, glaube ich, Saxophon in der Band, die Musik mit Steinen drin macht. Ja. Ja, klar, da haben wir es, ne? Was macht der in der Höhle? Was machen Zwergen in Höhlen? Hm, sie gehören da einfach hin. Ja. Ja, die Höhle, die wir da erkundet haben, war richtig groß. Da war richtig viel was zu holen. Der Backpack-Mod wäre da natürlich eine Alternative. mit dem kann man also Rucksäcke machen, ne, in die man was reinpacken kann. Aber der Rucksack selber nimmt dann wieder nur einen Slot im Inventar weg, kann aber, weiß ich nicht, einige Slots mit Materialien dann beinhalten. Der Haken dabei ist, dass man im Prinzip dann nur einmal durch die Höhle durchgeht. Während ich hier weil ich hier ja immer wieder zurückgehen muss zum Anfang, gehe ich immer wieder dieselben Gänge lang und lerne dadurch die Höhle besser kennen. Ne, das prägt sich dann einfach besser ein, die Wege, die man da gegangen ist. Deswegen finde ich das gar nicht so übel, dass ich da ohne den Backpack-Mod unterwegs bin und einfach dadurch, dass ich da ständig hin und her renne, die Gänge immer besser kennenlerne. Gaming LP Station, du hast voll die geile Stimme zu Let's Play, danke. Na, ich hoffe, die ist oft zu was anderem gut geeignet. Ne? Pankreatitis 500, Langoliers, schreibt man glaube ich sogar so, hat ihm echte Albträume beschert. Ich war von Langoliers ehrlich gesagt nicht so angetan, weil es halt für mich nicht der typische Stephen King ist. Das habe ich, glaube ich, auch im Kommentar zum Video erklärt. So die typischen Stephen Kings, das sind für mich halt eben so eine Sachen wie Christine, Cujo, The Last Stand, sowas. Wow. Night Rat meldet sich hier, ist ja leider erst jetzt dazu gekommen, die Videos zu sehen. Herzlich willkommen. Er hat leider nur die Filme zu den Büchern gesehen und
war von der Auflösung von S etwas enttäuscht. Ja, also Verfilmungen von Büchern sind ja immer so eine Sache, ne? In den meisten Fällen geht's nicht gut. Wenn man das Buch vorher gelesen hat und dann den Film sieht, ist man meistens vom Film enttäuscht, weil er doch bei weitem nicht alles transportieren kann, was das Buch transportiert hat und was das Buch in einem hervorgerufen hat. Und das ist natürlich auch bei S so, wobei ich aber die Verfilmung von S recht gelungen finde für eine Literaturverfilmung. Es ist einmal mit, ich glaube, über 3 Stunden der Länge und dem Umfang des Buches entsprechend und ja, es kommt doch schon, oder es transportiert einfach auch viel von dem, was das Buch transportiert, und das sollte halt eine gute Buchverfilmung auch machen. Trotzdem sollte man das Buch lesen. Das sollte man sich einfach nicht entgehen lassen. Und ich habe die Kurzgeschichte noch nicht angesprochen. F13. Die kenne ich von ihm ehrlich gesagt nicht. Ich kenne nur von ihm die älteren Kurzgeschichten. Ja, die halt in Nightmares and Dreamscapes veröffentlicht wurden, oder Albträume und Skeleton Crew und so weiter, diese Kurzgeschichtensammlung. Aber sonst aktuell seine Kurzgeschichten habe ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Ja. Damit wären wir hier, 290. Folge Let's Showplay Minecraft durch. Weiter geht's bei Folge 291, wo ich beim Titel die Ziffer nicht richtig drin hatte, aber der Untertitel der Folge, der stimmt dann wieder. Es geht weiter um Stephen King, nämlich Der Talisman und das letzte Gefecht, habe ich da von ihm besprochen. Und weitere Spawner, Kisten, wir sind da weiter in der Höhle unterwegs. Wenn wir uns hier mal die Bildlaufleiste angucken, ja, toben wir weiter durch die Mine und räumen die weiter aus. Ja. Und holen daraus, was nicht nied- und nagelfest ist. 264 Aufrufe und 7 Kommentare. Schauen wir uns die auch an. Zack, zack, zack. Hätte mal wieder Lust auf ein Speedbild von dir. Das wäre mal was Abwechslungsreiches. Da spielst du wahrscheinlich an auf die Bausessions, die ich beim Günther vom Leuchtturm gemacht habe, wo ich also einfach gebaut habe, dabei aufgezeichnet habe und das Ganze dann beschleunigt abgespielt habe und im Nachhinein kommentiert habe. Ja, muss ich mal überlegen, ob ich sowas wieder mache. Wenn, dann wahrscheinlich eben, wenn ich am Günther von Leuchtturm weiterbaue. Momentan allerdings wahrscheinlich eher andere Ecken, wo ich weitermache. Schauen wir mal, wenn es mich wieder packt, dann mache ich sowas wieder mal, so eine Bausession, wo ich also einfach die eigentliche Aufnahme beschleunige und dann nachkommentiere. Sicherlich wieder mal eine Abwechslung, klar, von den Videos her. Müssen wir mal das Plätzchen finden, mal gucken, was sich da so ergibt, eventuell dann noch an einer anderen Stelle als beim Günther von Leuchtturm. Zulangself meldet sich hier. Jai, neues Video. Nach dem Arbeiten Kaltgetränk und Füße hoch und Dutchman wohlverdienter Feierabend. Ja, das war halt noch, naja, vor einem Monat, September. No. Schön, dass du zurückspringst und zeigst, wie du Diamanten findest. Ja, das musste einfach sein, ne? Dass man zeigt, wie man die Diamanten findet. So häufig sind die Funde ja doch nicht. Selexi, tolle Folge, habt ihr letzten Mal auch schon komplett verfolgt. Werde jetzt auf jeden Fall weiter mehr von deinen Videos gucken. Danke, herzlich willkommen. Die Informationen über die Bücher sind auch gut. Videoschrift, die Mine, ja, das habe ich dann korrigiert, ne? Nee, Videounterschrift. Ja. Ralle Sandmann, Räuberhöhle ist sowas von ausgeräubert, fast besenrein. Genau, so gehört sich das auch, ne? Und Vorspann, jawohl, die Folge, die Ziffer, zack, freue mich schon drauf, dass ich jetzt mal Folgen nachholen kann, beziehungsweise muss. Dragonfire 3624 meldet sich hier. Jo, weiter geht's. Folge 292. Der vierte Teil der King Pain Trilogie. Ich habe also insgesamt 4 Folgen über die Bücher von Stephen King gesprochen und mich in der Max Payne Höhle herumgetrieben und einen Kanaltipp gegeben, Let's Promo, der andere Let's Play-Kanäle vorstellt, momentan wohl noch im Urlaub ist für 2 Wochen oder so.
Ja, aber interessantes Thema, interessantes Konzept. Der Junge hat auch viel zu tun. Ich glaube, der hat schon, oder der hat noch so um die 600 LP-Kanäle auf der Liste, die er noch abarbeiten muss. Ich drücke ihm dazu die Daumen, hab ihn abonniert. Interessante Sache. Das auf jeden Fall. Ja, schauen wir in die Kommentare. 415 Aufrufe. Yeah. Und 10 Kommentare. Zack. So, Typhoon G hat sich hier gemeldet. Dutchman vor der Arbeit, da kann der Tag nur gut werden. Danke. Tolles Video, aber besonders die Buchvorstellung ist super. Mal sehen, bin am dritten Band gescheitert. Vielleicht treffe ich mich noch ja auf. Der dritte Band vom Dunklen Turm. Schwarztod. Nee, Schwarz 3 Tod. 3 ist der zweite Band. Ja. Ja, der dritte Band Tod ist im Vergleich zu Schwarz und 3 schon ein bisschen länger als die beiden vorhergehen. Aber die Geschichte finde ich da doch auch immer noch richtig interessant. Es wird in den späteren Teilen, da wird es teilweise ein bisschen schwierig, weil man nicht mehr so viel in Rolands Welt ist. Beziehungsweise weil die Geschichten dann doch sehr stark miteinander verknüpft sind, mit anderen Stephen King-Romanen, dass dafür sehr viele Anspielungen drin sind. Und das sind, glaube ich, Sachen, die man so richtig nur genießen kann, wenn man natürlich die anderen Stephen King-Romane kennt und weiß, worauf da jeweils angespielt wird. Natürlich kann man die Geschichten natürlich auch so lesen. Ich bin übrigens gerade, was heißt gerade, schon vor einer ganzen Weile, durch den vierten oder mit dem vierten Teil durch, Glas. Das ist ein richtig dicker Wälzer, so 800 Seiten. Und habe auch noch gelesen zwei Krimis von Jacques Berndorf, zwei Apple-Krimis und den aktuellen Terry Pratchett. Wie heißt das Schiff? Ahoi? Glaube ja, wo er also in Urlaub geht und dann im Urlaub doch nochmal so seine Abenteuer erlebt, weil das Verbrechen ja bekanntlich überall ist. Nee, Steife Brise heißt er, um Gottes Willen, nicht Schiff Ahoi, Steife Brise. Ja. Der vierte Teil einer Trilogie bin ich nicht der erste. Der bekannteste vierte Teil einer Trilogie ist der vierte Band vom Hitchhiker's Guide to the Galaxy, also ein paar Anhalter durch die Galaxis. Das ursprünglich eine Trilogie werden sollte. Es sind dann aber noch ein fünfter und sechster, vierter, fünfter und sechster Band, glaube ich, rausgekommen. Ja, also, dass eine Trilogie vier Bände hat, ist nicht so ungewöhnlich. Ne? Wenn ich die Spinnennetze schnell weghaben will, musst du Wasser benutzen, um sie wegzuspülen. Genauso wie die Schienen, weiß ich. Aber das spült mir halt auch alles andere dann weg und ich muss den Krempel hinterher wieder einsortieren. Kalife meldet sich hier richtig. Es heißt Trilogie, nicht Triologie, sondern Trilogie, wirklich. Ist nur schade, dass er zum eigentlichen Video nichts gesagt hat, aber das kam ja dann alles. Alles wunderbar, also soweit. Dann fragt hier Crossing Wolfie nach Dysfunction. Der eine oder andere erinnert sich noch dran, aber ich habe von dem immer noch nichts gehört oder warum er aufgehört hat, keine Ahnung. So, Folge 293. Ja, Portalraum bei Pumpkin Manor. Genau, Pumpkin Manor. Ja, der große Würfel, Kürbiswürfel, kriegt da seinen Portalraum spendiert. Und was haben wir hier? 366 Aufrufe. Sehr schön. Die Antworten, das waren meine Kommentare. Zack. So. 11 Kommentare. Und gehen wir mal durch. Erster Kommentar. Ja, und geblockt werden diese ersten Kommentare. Fliegt da mal gnadenlos raus. Gab auch 5 Daumen dafür für die Entscheidung. Danke. Sinjin reagiert auch manchmal so, wenn mich jemand als Kontakt hinzufügt. Mache ich auch so, dass ich dann mal den Kanal mir angucke. Wenn mir der absolut nicht gefällt, block, weil was soll das? Oder die meisten Kontakte ignoriere ich einfach, weil das sind
Das kommt von Leuten, mit denen ich absolut nichts zu tun habe und die absolut nichts mit mir zu tun haben. Viele Musiker aus den USA oder Musikkanäle aus den USA, also noch nicht mal deutschsprachige Kanäle, die das einfach blind zu verschicken scheinen und ja, braucht man nun wirklich nicht. Deswegen haue ich da auch schon mal auf den Blog. Meistens ignoriere ich sie. Ja. Und nö, man muss die Leute immer nicht gleich bocken, aber man kann es. No. Ugly Lyrics for You freut sich hier, dass bei mir immer dieses Minecraft-Alpha-Gefühl aufkommt. Finde ich eine interessante Sache. Liegt vielleicht daran, dass ich recht wenig so mit Redstone oder mit den ganz aktuellen Sachen mache, so Pistons und so eine Späße. Und ja, weil meine Map halt natürlich noch zum großen Teil halt aus der Beta oder aus den Beta-Versionen generiert ist. Ne, die habe ich ja seit Beta 1.1 dabei. Obi-Wan Kenobi, sehr schöne Folge. Portalraum sieht super aus, danke. Wobei ich eigentlich die Nether-Portale in der Nicht-Spar-Variante deutlich hübscher finde. Also richtig rund um Obsidian und nicht an den Ecken abgesetzt. Schon drauf gespannt, wie ich das Gegenstück bauen werde. Das sehen wir dann auch in der nächsten Folge. Zu lang ist den ganzen Tag gearbeitet. Was die Belohnung? Neue tolle Folge. Let's Showplay Minecraft. Danke dafür. Gibt's einfach mal. Zack, Daumen hoch. kleine Kritik an der Bauweise des Portals. Zack, zack, zack. Dass du etwas offener baust, also Konstruktionen. Ist doch nicht drauf gesetzt. Ach so, genau. Beim Pumpkin Manor habe ich das Portal ja richtig in eine Höhle reingesetzt. Da gibt es ja diese tiefen Senken. In der Landschaft und in so eine habe ich es halt hineingesetzt und dann eben oben abgeschlossen, mit Erde bedeckt. Man hätte auch so eine Konstruktion machen können, wie ich sie zum Beispiel beim Portal in Juvenengo habe, na, dass man da so eine Art offenen Tempel drum baut, Zäune, Gitter und so weiter. Ja. Ist einfach Abwechslung. Ja, mit Blättern zum Beispiel habe ich das ja bei Juvenengo gemacht. Ist halt, oh, ja, immer mal was anderes. Ne? Der Moosstein passt hervorragend. Ja, auch keine schlechte Idee. Und dafür findet sich sicherlich noch ein Plätzchen. Ralle Sandmann sieht gut aus mit dem Ziegelmossi-Kontrast. Danke. Feuer und Wasser. Meine Vorstellung wäre auch noch gewesen, aus dem Feuer kleine Wasserläufe in Sockelhöhe aus der Wand rauskämen. Aha. Abwechselnd Feuer, Wasserlauf. Ja, okay. Mal schauen. Alles Propaganda, was im TV läuft. Wollen wir das in der Wand? Ja. Habe ich über das Fernsehen gesprochen in der Folge? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Dann, Honks von Amiga nochmal. Portalraum sieht nicht schlecht aus. Allerdings muss ich. Der hätte das Ding auch etwas öffner. Block nach oben, steigt Cleanstone raus. Naja, es ist nicht das erste und einzige Portal, was ich baue. Ne? Da sind ja inzwischen schon einige dazugekommen und es werden noch einige weitere dazukommen. Da mal keine Bange. Können wir dann alles noch ausprobieren. Folge 294, Triangulation oder wofür brauche ich eigentlich Mathe? Genau, da habe ich nämlich die Gegenstelle zum Portal in Pumpkin Manor ausgerechnet. Ja, dann ursprünglich ein Portal, das Portal von Pumpkin Manor hat mich in den Nether geführt, in das Portal vom Theater, glaube ich, vom Amphitheater. Und wenn ich an der richtigen Stelle im Nether ein Portal baue, dann verbindet sich das eben mit dem Portal bei Pumpkin Manor. Und genau das werde ich auch jetzt in der 305. Folge dann machen müssen, ne? Das Portal am Neubau, das hat sich ja auch einfach mit dem Portal bei der Ponderosa verbunden. Und da muss ich halt einfach ein entsprechendes Stück vom Portal der Ponderosa im Nether ein Stück ein anderes Portal hochziehen, das ich dann mit dem Portal beim Neubau verbindet. Ja, 312 Aufrufe, sehr schön. Und 24 Kommentare. Wow, da habe ich euch ja angestachelt. Was denn da passiert? So. Okay. Ja, okay. Hier, wann gibt es deine Welt zum Download? Keine 5 Minuten Laufzeit. Und ich habe es gesagt. Also, da war ich auch schon wieder fast versucht, einen Block rauszuhauen.
glaube, steht auch in der Beschreibung. Nee, da noch nicht. Es steht ja erst ab den 300er Folgen in der Beschreibung, dass es in der 300. Folge die Welt zum Download gibt. Aber in dem Video sage ich es halt nach spätestens 5 Minuten. Ja, da hat einer wieder mal nicht zugeguckt und nicht zugehört. Konnte es nicht abwarten. Okay. Julian Channel, das mit der Mathe war mir zu kompliziert, aber sonst gute Folge wie immer. Ist von der Mathematik her eigentlich so 6., 7., 8. Klasse, ne? Bisschen Koordinatensystem, Zahlenstrahl, Addieren und Subtrahieren ganzer Zahlen, elementare Geometrie. Mehr war das wirklich nicht. Und ist halt nur entsprechend angewendet. Also, ne? Nicht großartig kompliziert. Das Ganze und ihr seht da halt eben, wie man Mathematik sinnvoll anwenden kann. Hongs VMI gab zwar erst zugeschaltet, folglich noch nichts gesehen. So, nur 294. 194 ging es zum ersten Mal in den NASA. Oh, da hat jemand richtig gut aufgepasst. Und nun die ganzen technischen Grundlagen, exakt 100 Episoden. Also Absicht war das natürlich nicht. Das hat sich einfach zufällig so ergeben. Triangulation in Aktion und wie üblich eine coole NASA Base. Ja. Das Portal nach New Venango wollte ich ganz sagen. Ja, Portal nach New Venango. Ach so, da steht das Portal noch so mitten im Gang und da muss man sich so schmal dran vorbeiquetschen. Ja, machen wir vielleicht mal irgendwann, wenn wir nichts anderes mehr zu tun haben. Cleanstone wegwerfen, ja, überhaupt kein Problem. Ich habe das Zeug noch doppelkistenweise rumzuliegen, ne? Auch Cobblestone noch, ne? Und Kohle habe ich auch noch, mehr als genug. Also das ist Ressourcen, braucht man sich ja keinen Gedanken bei mir zu machen, ne? Ich habe mehr Cobblestone als andere Leute wegwerfen können. Was ich gar nicht mehr durch 8 teilen muss für die Welt im Nether. Ja, Let's Rock Minecraft. Dank hier für die gute Erklärung am Anfang. Standardfrage hier mal vom Infanteriebataillon. Die Karte am Anfang. Ihr wisst es. Toolbox-Playlist, erste Folge. So, da haben wir noch hier die Frage, wann ist nicht XY-Wert, aber was ist das Z? Hat hier Sinjin schon sehr gut geantwortet. Die Y-Koordinate in Minecraft ist die Höhe. Und die ist ja in diesem Fall nicht interessant. Die horizontalen Koordinaten in der Ebene sind halt die X- und die Z-Koordinate. Deswegen brauchen wir nur die. No. So. Ja, beruhigt euch hier, ne? Ja, er ist im klugen Part von YouTube, ne? Hier haben wir nochmal von RKT dann die richtige Antwort. Minecraft geht das oh, X und Z sind für die Position, Y für die Höhe, deswegen sind es XZ-Werte. Genau, da haben wir es doch alles friedlich ausgegangen. Granatenfan 998. Mathe mit Dutchman besser als der Lehrer es erklären könnte. Danke. Mathe mal mit Blöcken. Gute Folge hier von Let's Game Hero. Auch danke dafür. Einmal bitte Speedbuddeln. Mathe ist einfach, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja. Mathe ist. Nee, halt so rum. Mathe ist einfach, Komma, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ne? Klar. Ja, ein bisschen Gedanken drüber machen. Ausknobeln. Was ist es? Zack. Ja. Schöne Folge, Ralle Sandmann, jawohl. Und Karte, Klassiker, längst verraten, der Tipp, Playlist Toolbox, erstes Video. No. Okay. Jawohl, damit sind wir soweit durch. Eine Folge, gute Zeilen, schlechte Zeilen. Nächste Folge, ja, schauen wir mal, wann es die gibt. Ich, ja, bleibt, ups. Zack, Faden weg. Egal. No, es wird weitergehen. Langsam, aber sicher. Schauen wir mal. Und ja, bleibt mir treu. Bleibt mir gewogen. Empfehlt mich weiter. Tschö. Mit Ö.